Seit der Gründung meiner Akademie habe ich mit hunderten Unternehmerinnen und Selbstständigen gearbeitet. Und ich kann sagen jetzt mit der ganzen Erfahrung, dass eine Eigenschaft alle erfolgreichen Unternehmer auszeichnet. Dasselbe Mindset. Sie haben alle das gleiche Mindset. Was das genau ist, wie es aussieht und wie du vielleicht da auch dran arbeiten kannst, das erfährst du hier in diesem Video. Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Bobach. Ich sorge für mehr Fokus in Leben und Beruf, sodass wieder mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben bleibt. Ja, und mein Job als Unternehmercoach ist, das sage ich immer wieder, ich bin so eine Art Mentaltrainer für Unternehmerinnen und Selbstständige. Ja, ich gucke nämlich, wenn ich mit Menschen, mit Unternehmerinnen, Selbstständigen arbeite, mir als allererstes immer deren Mindset an. Weil wenn das nicht stimmt, bleibt der Erfolg grundsätzlich aus. Weil es ist ja so, wenn wir viele Dinge, die können wir intellektuell erfassen, die verstehen wir, aber wir kommen nicht in die Umsetzung. Warum ist das so? Weil uns unser Mindset, unsere limitierenden Glaubenssätze daran hindern. Diese aufzubrechen ist oftmals schwierig, aber das Gute ist, es ist nicht statisch. Ein Mindset ist nie statisch. Ein Mindset, daran kann ich arbeiten. Das kann ich bewusst ändern. Das ist zwar aufwendig und auch nichts, was von jetzt auf gleich geht, aber die Mühe, die lohnt allemal, kann ich nur sagen. Ich möchte euch daher einladen, jetzt einfach mal die 6 Punkte, die jetzt kommen, dass ihr euch die anhört und vielleicht mal bei euch selbst guckt, ob ihr diese Charaktereigenschaften, dieses Mindset schon habt. Denn eins ist hundertprozentig klar, das Mindset ist alles. Es gibt das schöne Sprichwort, du wirst genau das, was du von dir denkst. Du wirst genau das, was du von dir denkst. Daher ist der Optimismus entscheidend für unseren Erfolg. Ohne Optimismus können wir keine großen Dinge erreichen. Optimismus sorgt dafür, dass wir uns große Ziele setzen. Optimismus sorgt dafür, dass wir motiviert sind und dass wir für Motivation sorgen bei uns und bei unseren Mitarbeitenden. Und das Gute ist, Optimismus, das ist eine Entscheidung. Ich kann mich bewusst dafür entscheiden, optimistisch zu sein. Ich kann mich auch bewusst dafür entscheiden, nicht optimistisch zu sein und die Dinge eher pessimistisch zu sehen. Nein, aber wenn du dich dafür entscheidest, optimistisch zu sein, dann wird die Welt viel, viel einfacher und nur dann kannst du die großen Ziele erreichen. Erfolgreiche Unternehmerinnen, erfolgreiche Selbstständige sind alle optimistisch. Erfolgreiche Unternehmerinnen und Selbstständige sind verantwortungsbewusst. Sie sind sich ihrer Verantwortung bewusst. Sie suchen nicht nach Schuldigen, sondern sie sehen immer die Verantwortung bei sich selbst. Sie warten auch nicht darauf, dass sich die Umstände ändern oder dass jemand anders kommt und die Probleme für sie löst. Gerade jetzt in den Krisen, Energie, Corona und sowas, ganz bezeichnend. Genau da kommt das Verantwortungsbewusstsein nämlich rein. Nämlich genau darauf warten und erfolgreiche Menschen, erfolgreiche Unternehmerinnen und Selbstständige nicht, sondern sie nehmen das Heft des Handelns selbst in die Hand. Sie sind sich ihrer Verantwortung bewusst und warten nicht darauf, dass jemand anderes es für sie tut. Also erfolgreiche Unternehmerinnen sind verantwortungsbewusst. Erfolg besteht aus meiner Sicht zu einem Großteil darin, wie man mit Widerständen oder Rückschlägen umgeht, wie man sich da zurückkämpft. Und deshalb ist Resilienz oder Widerstandsfähigkeit ein entscheidender Charaktereigenschaft von erfolgreichen Unternehmern und Menschen. Und es läuft erstmal fast so gut wie gar nichts nach Plan. Das muss uns klar sein. Es kommt immer irgendwas in die Quere. Es läuft immer irgendetwas schief. Und jetzt ist doch die Frage, wie gehen wir damit um? Was machen wir daraus? Lassen wir uns davon runterziehen? Oder sehen wir es als Lernquelle und gehen gestärkt daraus hervor? Genau das zeichnet erfolgreiche Menschen aus. Erfolgreiche Unternehmerinnen und Selbstständige haben Resilienz. Am liebsten arbeite ich mit Unternehmerinnen, die große Visionen haben, die visionär sind. Dann macht das Spaß, die mit großen Zielen zu mir kommen und sagen, Lars, wie kann ich das erreichen? Hilf mir dabei,
dieses oder jenes Ziel zu erreichen. Das macht Spaß, weil das motiviert mich, aber das motiviert nicht nur mich. Das motiviert die Unternehmer, die Selbstständigen auch. Das motiviert auch die Mitarbeiter von den Unternehmern. Ja? Und deshalb zeichnet erfolgreiche Unternehmer immer aus, dass sie visionär sind. Erfolgreiche Menschen haben einen festen Glauben. Und zwar einen festen Glauben an sich, an ihre eigenen Fähigkeiten, an ihre Möglichkeiten, Dinge zum Guten zu wenden, an ihre Fähigkeiten, Dinge zum Erfolg zu bringen. Diesen Glauben haben sie. Und sie glauben auch daran, mit allen Widerständen umzugehen und auch alle Widerstände anzunehmen und dann eine Lösung zu finden. Auch wenn es nämlich mal nicht so läuft, glauben sie daran, diese Widerstände zu umschiffen und andere Lösungen zu finden, die sie zum Erfolg führen können. Denn oftmals ist es ja so, und das kann ich bei meinen eigenen Unternehmen nur bestätigen, die erste Lösung, die einem einfällt oder die erste Geschäftsidee, ist oftmals nicht die, die man zum Erfolg führt. Und da ist dann der Glaube wichtig an sich, an seine eigene Stärke und dann andere Lösungen zu finden. Erfolgreiche Unternehmerinnen haben einen festen Glauben an sich selbst. Ungeduld ist ja eine Tugend geworden. Wenn man heute in Mitarbeiterngesprächen fragt, was sind ihre Schwächen, dann kommt natürlich meistens zurück, ich bin ungeduldig. Und das soll so einen Regencharakter oder sowas dann symbolisieren. Ich sehe das aber anders. Ungeduld gefällt mir nicht. Ich mag geduldige Menschen, weil erfolgreiche Menschen, erfolgreiche Unternehmerinnen, die haben Geduld. Die haben Geduld mit ihren Ideen, dass sie sich entwickeln können. Ja, und sie treiben nicht sofort eine neue Sau durchs Dorf, wenn das mal nicht so klappt, sondern da sind sie geduldig mit den Ideen und sie lassen sie entwickeln. Sie sind aber auch geduldig mit den Mitarbeitenden. Ja, auch da lassen sie mal Fehler zu und haben Geduld, dass der Mitarbeiter ja sein Bestes geben will und dass sich das entwickeln wird, seine Fähigkeiten. Und sie haben auch Geduld mit sich selbst. Ja, sie sind gnädig mit sich und geduldig und auch da dulden sie Fehler. Erfolgreiche Unternehmerinnen und Selbstständige haben Geduld. Ja, jetzt kannst du dich ja mal fragen, welche dieser Mindset-Themen, welche dieser Charaktereigenschaften hast du? Ja, und wie gesagt, das Gute ist, die musst du gar nicht alle von Anfang an vereinen. Bei mir war es auch so, ich habe an einigen gearbeitet. Bei mir war nur das schöne Optimismus, das war bei mir von Anfang an dabei. Das habe ich von Anfang an in die Wiege gelegt bekommen irgendwie. Da musste ich nicht groß dran arbeiten. Aber alle anderen, da habe ich während meiner Entwicklung zum Unternehmer und auch während ich Unternehmer war, immer wieder dran arbeiten müssen. Und ich muss es auch heute noch. Ja, deshalb, guck dir das mal an. Guck mal auf deine Charaktereigenschaften. Hast du das? Und denk immer daran, das Mindset ist entscheidend für deinen Erfolg. Das Mindset ist alles. Ich freue mich auf eure Kommentare hier unten bei YouTube und natürlich auf eure E-Mails bei anfraglars@larsbobach.de. Und ich gelobe Besserung. Ich habe in der Vergangenheit nicht sehr gut auf diese Kommentare reagiert. Das habe ich mir ganz fest vorgenommen, dass ich das jetzt mal besser mache. Deshalb bitte, wenn ihr Fragen habt, Anregungen dazu, in die Kommentare, gebt mir noch eine Chance. Ich werde auf jeden Fall darauf antworten. Und in diesem Sinne wünsche ich euch wieder mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben. Macht's gut. Ciao.